Ein neues Spiel. Ja. 240 GB Day One Patch. Oh. Nein, ich glaube, es funktioniert. Ha. Ich kenne das gar nicht. Was? Ich habe das schon ewig auf meiner Wunschliste. Okay, ich habe das schon seit auf meiner Wunschliste, da war es noch gar nicht draußen. Da hatte ich es mir vorgemerkt. Press any button. Kann ich das auf Deutsch spielen? Optionen. Sprache. Französisch. Deutsch. Audio? Ist okay. Grafik? Ist okay. Drücken Sie eine beliebige Taste. Kreis. Ha, funktioniert. Nice Spiel. Boah, ich darf einen Charakter erstellen. Dirus ist jetzt ein Flauschling. Hallo. Hallo. Bin weiblich. Boah, ist die Haut hell. Ich glaube, die kippt gleich um. Danke für den Follow. Was ich heute noch gar nicht gefragt habe, wie geht's euch? So, was will ich denn für eine Haarfarbe? Also, rot ist doch ganz cool, oder? Blau. Körperform. Oh, oh. Muskulös. Ach, ich nehme jetzt einfach so. Wann solltest du das auch fragen, wenn dein Mikro keinen Ton wiedergibt? Ja, okay. Aber. Jetzt gibt's Ton. Körpergröße ist also nicht die Größe, sondern wie dick ich bin. Ah, ich habe das jetzt aber anders verstanden, du. Okay. Ich hab das echt anders verstanden. Wow, geil, man kann pinke Augen haben. Weiß, blau, grün, gelb, rot und braun. Alter, ich will pinke Augen. Fertig. Bisschen traurig, aber sonst ganz gut. Und selbst... Nein, nicht traurig sein. Traurig sein ist böse. Mir geht's gut, danke. Kein Name? Geliebtes Kind, es hat uns das Herz gebrochen, dich wegzuschicken, aber nur so konnten wir dich vor der Dunkelheit schützen, die unser Land vergiftet. Ach, ich muss X drücken, Entschuldigung. Wenn du eines Tages die Wahrheit suchen solltest, wird dir der Himmelskompass den Weg weisen. Er wird dich weit über das Meer führen, in die Dunkelheit und in das Licht, aber immer nach Hause. So, ein praktischer Kompass, ich will ihn auch. Nach Hause nach Gemea. Ist das hell? Ein Schiff! Hey Naira, du kannst ja auch mein neues Game eine Runde spielen. Immerhin heißt die Protagonistin ja wie du. Es fehlt ein I, ne? Ich habe vorhin die letzte Folge, also die mit deutscher Synchro von Detektiv Conan gesehen. Jetzt muss ich auf neue Folgen warten. Oh no! Neue Folgen warten ist immer doof. Darf ich rumlaufen? Oh, ich darf rumlaufen! Sprich mit Seemann Luff. Hallo Luff. Dein Kompass zeigt auf diese Nebelbank. Sieht ziemlich dicht aus. Ich läute besser die Glocke. Okay. Nee, das ist eine Kiste, das ist keine Person. Hello? Du da? Seemann Tuck. Dann ist die Legende also wahr. Es gibt wirklich ein Königreich auf einer Insel. Ich frage mich, was für fremde Wesen dort leben. Ja, ich will mich mit allen anfreunden. Captain Pullen. Deinem Kompass zufolge liegt Gemea direkt hinter dieser Nebelbank.
Bist du bereit, die Insel zu sehen? Nein. Bin noch nicht fertig auf dem Schiff. Boah, ich war seit Ewigkeiten mal wieder am Saturn und sie hatten auch vorrätig Box 2 und 3 nicht da. Mit dem Gerät? Ich habe mit ihr noch nicht geredet. Seemännen-Jip. Warum nicht Seefrau? Unglaublich! Ich dachte, Gemäa gibt es nur im Märchen. Bin froh, dass ich aus der Kombüse gekommen bin, um das zu sehen. Kann ich denn in die Kombüse? Kann ich hüpfen? Oh, ich kann hüpfen, guck mal. Oh, ich kann da nicht draufklettern. Ich kann keinen auf Titanic machen. Menö. Da kann ich nicht rein. Okay, dann der Captain. Captain! Oh, falsche Taste. Ich bin bereit. Alter, da oben ist voll der fette Leuchtstein. Ich gehe vorne hin, ich gehe vorne hin. Schade. So knapp. Es blitzt. Ich hasse Gewitter. Die Blitze sind lila. Keine Sorge, Geisterseherin. Deine Freunde und du sind in Sicherheit. Du wirst sie wiedersehen, aber zuerst hast du eine große Aufgabe zu erledigen. Ich bin Airi, einst die stolze Beschützerin dieser Lande. Ich habe dich erwartet. Kann ich bitte deinen Kompass sehen? Ey, ich wurde gerade von einem Blitz erschlagen. Ich habe andere Probleme. Oh, coole Statuen, guck mal. Sieht ein bisschen aus wie Jahreszeiten. Okay. Beleuchtendes Licht als inaktive Aufgabe setzen, Kamera dahin, Details ein, aus, zurück. Leuchtendes Licht. Als wir Gemäa erblickten, erzitterte der Himmel, das Meer tobte und der Blitz schlug ein. Das Schiff ging unter und ich kam in einer Höhle wieder zu mir. Ach, das ist eine Höhle? Sicher? Bin aktiv. Nee, ist aktiv. Zurück. Wie ich dachte, ein Himmelskompass. Benutze ihn, wann immer du die Orientierung verloren hast. Er wird dir den Weg weisen, aber für den Moment ist dein Weg versperrt. Meine Geschwister können dir helfen, aber sie sind selbst verloren. Finde sie und sie werden dich heimführen. Und nun erwache, Geisterseherin. Deine Reise hat gerade erst begonnen. Nein, sie hat geendet. Ich wurde von dem Blitz erschlagen. Die Grafik erinnert mich ein bisschen an My Time at Portia. Ein bisschen, ne? Ist das eine Kiste? Ah, ist das eine Kiste? Ich kann mit der Kiste nichts machen. Ich kann mit der Kiste nichts machen. Aber. Oh, ein Stein. Yeah, ich habe einen Stein entdeckt. Ein Dorfbewohner möchte mit dir sprechen. Hä, welcher Dorfbewohner? Was ist das für ein seltsames blaues Leuchten? Das da? Weiß ich nicht. Interagiere. Ein Mensch! Ist lange her, seit ich zuletzt mit einem Menschen geredet habe. Alle Menschen, die mit mir reden konnten, sind weg. Bitte hilf mir heraus. Ich will nicht länger allein sein. Oh, entdeck Leuchti. Dann komm mit, Leuchti. Komm mit. Oder Kena. Ah, doch eher My Time at Portia.
Ein Pilz, darf ich den mitnehmen? Yeah, ein Riesenpilz. Ey, der Pilz war fast so groß wie ich, also. Musste ihn mitnehmen. Oh, ein Stein. Oh, ein Ding. Was ist das? Der Ausgang liegt hinter der Düsternis. Allerdings ist die gefährlich für euch Menschen. Ich versuche sie zu beseitigen, aber ich weiß nicht, ob ich es alleine schaffe. Ich glaube, wir müssen nochmal zurück. Puh, das war hart. Ich wünschte, meine Brüder und Schwestern könnten mir helfen. Wenn wir zusammenarbeiten, können wir sie finden. Okay. Da hast du den Weg aufgemacht, ne? Okay. Ich gehe nochmal zurück. Wee. Ist hier eigentlich was im Wasser? Planschi. Was ist das? Ich sehe da was. Guck mal, da ist ein Gesicht. Ich sehe das. Kann da nicht hin. Vielleicht ja später. Dorfbewohner möchte mit dir sprechen. Okay, welche Dorfbewohner? Hallo, ist hier ein Dorfbewohner? Oh, hier ist mein kaputtes Schiff. Oh, aber da hinten ist eine Kiste. Ich sehe das. Aber da ist eine Kiste. Aber... Wie gemein! Ist hier überhaupt ein Dorf? Gute Frage. Guck mal, da hinten auf dem Schiff, da ist eine Kiste. Ein bisschen vor der King ist auch dabei. Stimmt. Das ist gemein, ich hätte nicht zurückgehen sollen. Richtig gemein. Oh, ein Stein. Sonst war hier nichts, ne? Okay. Aber ich muss sagen, wir haben ziemlich schnell den ersten Geist gefunden. Mhm. Oh, Freiheit! Luft! Kirschblüten! Was ist das? Der Riesenfisch da oben. Oh, da drüben ist ein Dorf. Sehen wir es uns an. Du siehst gar nicht gut aus. Ich wette, dort finden wir Hilfe. Habe ich dir gerade gesagt, ich bin hässlich. Denk daran, wenn du nicht mehr weiter weißt, kannst du unseren Himmelskompass hoch verwenden. Außerdem kannst du damit prima deine Reise planen. Aber egal, gehen wir zum Dorf. Yeah, ich habe eine Trophäe bekommen. Ein Düsternis entfernt im Gebiet Graslands im Übrigen. Suche Hilfe in Fairmont mit Meister Low sprechen. Ansicht im Kompass. Aha, ich muss mal da hinten. Praktischer Kompass, wenn ich jetzt runterdrücke. Oh, ich habe eine Karte. Stein der Weisen. Stein der Weisheit. Sorry, da kam der Harry Potter-Fan in mir durch. Ja, da war ja irgendwie eine Wand im Weg. Die Region leidet. Oh no. Was ist das? Das ist ein Fragezeichen. Gut, hier ist ein Dorf. Harry Potter ist also auch mit drin. Ja. Was ist das? Ein großer Stein. Kiste! Yeah. Du hast entdeckt rotes Shampoo. Kann ich mir damit die Haare färben? Kann man die Lampe eigentlich auch wegstecken? Oh, ein Stock. Yeah, mein Stock. Und mein Stein. Oh, Leuchtkäfer. Oh, weg. Die Pflanze hat geleuchtet, ich hab's genau gesehen. Du hast entdeckt, Liane. Oh, da war noch was. Mein Stock. Und eine Blume. Zeliumblume. Was ist das?
Kann ich das auch mitnehmen? Nein. Aber das da. Ein Zelium, du. Oh, ein Stock. Oh, was bist du denn? Oh. Hallo. Gescheckte braune Katze. Mein Katzengebiet gefunden. 12 übrig. Ich sammle alle Katzen. Meine Katzen. So. Haben wir das auch geklärt. Stell etwas her. Das geht über dein Tagebuch. Kann ich denn herstellen? Rucksack? Meine Kleidung? Ah, ich kann mir andere Kleidung anziehen. Wichtige Gegenstände. Die gescheckte braune Katze, die ist echt wichtig, ja. Herstellen. Ah. Zwirn, Wasser. Gekochter Fisch. Warme Milch. Gekochtes Fleisch. Mehr Zwirn. Ich kann Zwirn herstellen. Ich weiß nicht, was ich damit will, aber ich kann es herstellen. Und ich kann aus Lianenwasser rauspressen. Okay. Köchin, Schreinerin, Konstrukteurin, Bastlerin, Brauerin, Schneiderin, Meisterin. Ja, ich glaube, wir können viel tun. Sammlungen. Leuchti! 1 von 26 gefunden. Leuchti ist ein junger und sanftmütiger Geist, der ein wenig Aufmunterung nötig hat. Suche Hilfe in Vermont. Das ist unsere aktuelle Quest. Du hast entdeckte Zwirren. Okay. Der leuchtet was? Muss ich eigentlich hin? Die Orientierung verloren. Oh, Zeug! Ah, dahin. Okay. Dorfbewohner möchte mit dir sprechen. Stein. Der da? Du hast entdeckt, Fermon. Die wollen alle mit mir reden. Guck mal. Hallo? Meister Lo. Hallo, du siehst aus, als hättest du einiges durchgemacht. Bitte, tritt ein. Ich kann dir eine warme Mahlzeit und ein weiches Bett anbieten. Geil, endlich essen. Die Bewohner der Stadt heißen dich herzlich willkommen. Yeah! Nachdem du gegessen und dich entspannt hast, sinkt dein Kopf auf das Kissen und du gleitest in sanften Schlaf. Okay, gute Nacht. Ha. Ja, viel besser. Jetzt bist du wieder bereit für die Welt. Eine Sache noch, bevor du gehst. Seit diesem furchtbaren Unfall vor vielen Jahren taucht überall die Düsternis auf und macht uns das Leben schwer. Aber die Menschen hier sind nett und teilen gerne, was sie haben. Trage herum und du wirst bald genug wissen, um es in dieser Welt zu etwas zu bringen. Okay. Nachts wirst du dann gefesselt, damit man dich als Sklaven an die Minen verkaufen kann. Nein, nicht zurück nach Gothic! Ich frage mich immer noch, kann ich die Lampe wegstecken? Oh, das war falsch. Ah ne, das ist der Kompass. Uäh! Nein, ich will nichts wegwerfen. Die Lampe leuchtet einfach dauerhaft. Das ist eine Dauerleuchte. Hello, Merik. Hm? Der Sturm, der dein Boot versenkt hat, hat auch das Ostdock zerstört. Das ist ein Riesenproblem für uns. Ah. Das hier ist die Handelsgilde. Wenn wir keine Waren vom Ostdock erhalten, können wir dir nicht helfen. Hm. Mal sehen. Nimm diesen Hammer und sammle Stein für Marina. 8-mal Stein sollte ausreichen, um das Ostdock zu reparieren. Steine findest du im Grasland und an Klippen. Wenn du alle beisammen hast, bringe sie zu Marina am Strand. Okay. Yeah, ich habe einen Hammer bekommen. Easy. Und du so? Handle. Ein Gartenbeet. 465 Geld.
Also doch in die Mine. Oh no! Er hat gehandelt. Schluck auf. Ein Heim. Ich habe das Gefühl, wir können unser eigenes Haus irgendwann bauen. Wiesenglockensaal. Stock. Plus 100%. Ja, guck mal, das ist minus 2% ist im Angebot. Laden auf Lager, Rucksack. Boah, ich kann den Vollstöcke verkaufen für 2 Geld. Ich weiß nicht, wie das Geld hier heißt. Hat mir noch keiner verraten. Ein Tiergehege. Für alle Katzen und alle Tiere. Tiergehege klein. Futter. Pilze. Okay, danke. Oh, ein Stein. Ah, du bist? Du bist aber klein. Mini! Passt ja. Ich hörte, dass du ein Dach über dem Kopf brauchst. Dann hast du Glück. Der alte Hof im Südfeld wurde verlassen, als die Düsternis auftauchte. Wenn du die Düsternis entfernst, kannst du den Hof haben. Würde mich freuen, wenn du ihn wieder auf Vordermann bringen würdest. Nimm diese Axt und beschaffe Material für die Reparatur. 16 mal Holz und 5 Stöcke sollten reichen. Der Hof liegt in den südlichen Feldern hinter dem großen Tunnel. Nicht zu verfehlen. Welche Tunnel? Okay. Repariere den Hof. Alter, wir kriegen unseren eigenen Hof. Wir machen einen auf Stardew Valley. Oh, da will noch jemand mit mir reden. Hi, du. Hi. Huge. Oh, hallo, ich habe schon von dir gehört. Du möchtest also lernen, wie man handelt, ja? Aha. Nun, es geht nicht nur darum, eine Sache gegen eine andere einzutauschen. Ein Händler muss auch kreativ sein. Aha. Besorg mir eine Liane und 3 Stöcke und ich verrate dir ein Geschäftsgeheimnis. Habe ich. Mhm. Gut, die Sachen, die du besorgen solltest, sind gar nicht für mich. Sie sind für dich. Mhm. Du kannst Gegenstände zum Handeln auch selbst herstellen. Selbst hergestellte Gegenstände bringen gewöhnlich einen besseren Preis. Ah. Mit diesem Rezept kannst du aus den Gegenständen, die du besorgt hast, ein Bündel Stöcke herstellen. Denk dran, zum Herstellen brauchst du ein Rezept und die passenden Materialien. Aufgabe abgeschlossen, ein Bündel machen. Neues Rezept, Bündel. Aus Stardew Valley spielen Multiplayer. Ich glaube, es hat hier keinen Multiplayer. Ich habe mit Debbie mal Multiplayer angefangen. Aber wir haben lange nicht mehr gespielt. So, oh, guck mal, ein Stein. Eine Katze. Katze. Sie wollte sich gerade rumdrehen. Ja.